Man könnte also den sadistischen Gott fragen, warum erfindest du Stechmütten? Warum erzeugst du ein Bewusstsein in Wesen, die du ins Sein wirfst, die du darüber informierst, dass dieses Bewusstsein ein Spiegelbewusstsein ihrer selbst sein soll und verkündest ihnen dann das Todesurteil ohne rechtliche Begründung, sondern einfach als unumstößliches, unumkehrbares Faktum und klärst sie weder auf, warum, wozu, wieso sie in dieses Sein gekommen und dann mit einem Spiegelreflexionsbewusstsein ausgestattet wurden, um dieses zu erblicken, dass sie da sind, wenn das bedeutet, dass sie mit Sicherheit erkennen, dass sie wieder weg sein werden und nichts dagegen unternehmen können und in der Spanne dazwischen ständig von diesen Stechmücken der Gedanken gequält werden, ja, aber wieso, warum, weshalb, wozu das Ganze, wenn es erstens sowieso wieder weg ist, wieder vollkommen Sense gewesen sein wird und keine Antwort erhält, warum. Wie wenn Kinder die Eltern löchern, fragen, warum, 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 und die Eltern sagen die ganze Zeit, Schnauze, sag ich dir nicht, komm selber drauf. Eben. Ins Boxhorn jagen, sagt man dann bei solchen Kindern, die mit sicherlich kreischende Aktionsmonster des Ausagierens werden.